Mahlzeit, ihr Lieben, grüßt euch. Es ist Neujahrsmorgen. Herrlich still. Kaum Menschen unterwegs. Es ist sehr früh. Es ist gerade hell geworden. Und ja, ich möchte heute mit euch über das Thema 3 Punkte reden, die viele Anfänger beim draußen Schlafen vernachlässigen und die mir gleichzeitig den größten Komfort gebracht haben. Ja, wenn euch das interessiert, bleibt dran und ansonsten, wie immer ihr wisst, weiterklicken. Das ist ein schönes Plätzchen, um sich hinzusetzen. So, ich bin angekommen an einem schönen Plätzchen, wo ich mich quasi wohlfühle. Das ist hier so eine gesprengte Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg, sehr wahrscheinlich Flak. Hier sind viele gerade Felder und da unten sind industriewichtige Zweige gewesen, auch schon damals. Heißt, da hat man auf die Berge immer Flak gepackt, nur so am Rande erwähnt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten das gesprengt. Das sieht man hier. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr dran geblieben seid. Oder dran geblieben seid. Sagen wir mal richtig, dran geblieben seid. Ja, 3 Punkte, die viele, viele Anfänger, ja, falsch machen. Der erste Punkt ist im Endeffekt ein ganz, ganz offensichtlicher. Gerade so in Zeiten, wo alles immer ziemlich leicht sein muss, wird häufig ein sehr, sehr kleiner Schlafsack eingepackt. Packt euch da Reserve ein. Ja, wie meine ich das? Ah, jetzt kommt sogar die Sonne raus. Ja, packt euch Reserven ein. Sprich, wenn ihr einen Schlafsack habt, dann, und ihr wisst, wie die Temperaturen werden, dann packt nicht auf die letzte Gradzahl ein. Sprich, ihr wisst, es wird 0 Grad, dann packt einen Schlafsack ein, der bis minus 5 geht oder sogar noch tiefer, bis minus 10. Dass ihr Komfort habt. Schlafsack aufmachen könnt ihr immer, wenn euch ein bisschen zu warm ist. Die meisten guten Schlafsäcke haben sogar Fußboxen, die man öffnen kann, etc. Und schon ist es wesentlich angenehmer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sprich, packt euch euren Schlafsack nicht auf die Gradzahl genau ein, sondern haltet Reserven drin. Das ist unheimlich wichtig zu wissen, dass man abgesichert ist, egal was kommt. Ja, bei den Schlafsäcken müsst ihr auch darauf achten, schüttelt die, wenn ihr die aus dem Packsack holt, alles einmal durchschütteln. Gerade Daune braucht das, um richtig loften zu können, sprich sich aufzubauschen. Und auch Kunstfaser freut sich darüber, wenn man ihr hilft, sich noch mal ein bisschen zu entfalten. Bei Kunstfaser kann man sogar die Schlafsackeimer öffnen und die beiden Innen- und Außenhüllen vorsichtig auseinanderziehen. Der Schlafsack, ich verspreche euch, ist viel wärmer, als wenn ihr ihn einfach nur rauszieht und flach hinlegt. Sprich, aufschütteln ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch im Thema, plant euch Reserven ein. Wenn ihr wisst, dass die Nacht knackig wird, dann macht das. Schüttelt den einmal auf, loftet die auf, so nennt man das. Und schon habt ihr viel, viel angenehmere Punkte. So, ich hoffe, mein Kaffee ist gleich fertig. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ah ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Der Kaffee ist gut. Nein, gutes Essen am Abend.
Es ist was ganz, ganz Wichtiges. Egal wie erschöpft ihr seid, macht euch abends noch was Leckeres zu essen. Macht was Gutes zu essen, was Deftiges. Euer Körper braucht die Energie, weil die Wärme von dem Schlafsack oder beziehungsweise die Wärme im Schlafsack, die kommt nicht vom Schlafsack, sondern von euch. Sprich, die Wärme muss auch irgendwo herkommen und ihr braucht Energie. Sprich, was essen und dann hat der Körper Energie. Was ihr esst, ist da ziemlich eure Präferenz. Ein bisschen deftiger solltet sein und auch ruhig ein bisschen mehr. Sprich, wenn ihr, sag ich mal, Omnivoren seid, sprich Fleischesser, dann macht das Ganze so, dass ihr vielleicht ein deftiges Stück Fleisch noch isst. Salami hat sich bei mir unheimlich gut bewährt für die Nacht mit einem ordentlichen Stück Brot oder ein Stück Speck. Wenn ihr Vegetarier seid, guckt, dass ihr euch eine Handvoll Nüsse reinschiebt, weil Nüsse sind sowieso genial, super. Ein paar Rosinen, Trockenobst ist sehr gut. Solche Sachen halt, dass ihr eine ordentliche Grundlage habt für eine ordentliche Nacht. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wie in der Nacht wach zu werden. Einem ist kalt und man hat Hunger. Das ist absolut erbärmlich und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Abends ordentlich essen. Prost. Ohne Mampf kein Kampf. Ja, der dritte Punkt. Erstmal noch einen Schluck Kaffee. Ja, haltet Ordnung im Lager. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sprich, wisst, wo eure Sachen liegen, bereitet Sachen vor für die Nacht. Schrägstrich, schaut zu, wo die Kopflampe ist, dass sie griffbereit liegt, damit, wenn irgendwas in der Nacht ist, damit ihr direkt leuchten könnt, damit ihr den Durchblick habt. Packt euch eure Schuhe ordentlich weg. Das heißt, wenn es anfängt zu regnen und ihr wisst jetzt gar nicht, oh, sind meine Schuhe gerade ordentlich weg? Das sind alles Punkte, die stören beim Schlafen. Und das sollte man nicht unterschätzen, diesen Punkt. Das ist ein ganz, ganz kleiner, aber sehr, sehr einfacher und essentiell wichtiger Punkt, Ordnung zu haben im Lager. Sprich, wisst, wo eure Sachen sind, damit ihr alles griffbereit habt für den Fall der Fälle. Und dann eben halt habt ihr die Gewissheit, ihr wisst, alles ist in Ordnung, ihr wisst, wo alles ist, ihr wisst, wo eure Brille ist, etc. Alles so Punkte, die morgens dann, wenn man gerade aufsteht, stören. Sprich nach dem Motto, boah, wo ist denn meine Brille? Gerade im Winter, wenn es dunkel ist, boah, wo ist denn jetzt die Kopflampe? Gott verdammt, wo ist mein Handy? Solche Sachen. Alles schön ordentlich griffbereit liegen. Sieht im anderen auch noch, wenn man euch denn mal aufstöbern sollte, gut aus, wenn es ordentlich aussieht und nicht wie nach Dresden 45, wenn als ob jemand da abgerückt ist gerade. Also es ist auf jeden Fall schon wichtig, dass das ordentlich aussieht auch. Ne? Für euch, für diejenigen, die euch finden. Und kleiner Pro-Tipp, morgens dann alles für einen Kaffee und ein Frühstück bereitlegen. Weil wenn ihr dann im Schlafsack seid und euch den Kaffee so schön eben mal schnell zubereiten könnt, sprich Kocher hinstellen schon, Kaffee und alles vorbereiten, das ist einfach nur affengeil. Ja, in der Hinsicht. Das waren jetzt drei Tipps, die mir das Alltagsleben im Outdoor-Bereich sehr, sehr viel einfacher gemacht haben. Und ja, ich hoffe, ihr könnt daraus ein bisschen was mitnehmen. Danke für eure Zeit und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.